Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe jetzt ein Fahrrad. Tut eigentlich nichts zur Sache, führt aber dazu, dass ich jetzt eher geneigt bin, wenn ich mal noch ein schnelles Video machen möchte, schnell mal in den Wald hochzufahren, was trotzdem scheiße anstrengend ist, anstatt im Keller zu sitzen. Das ist gut, weil ich hatte eine lange Phase, sehr viele Kellervideos, das ging mir langsam auch auf den Keks. Gut, das war das Vorgeplänkel. Eigentlich soll das ein Kurzwissen-Video werden. Und zwar müsst ihr dafür ein Video eines, ich glaube, Amerikaner ist er. Jedenfalls ist es, weil ich das jetzt mitbekommen gerade noch im Kopf habe, in Amerika gedreht, wäre ja aktuell, wenn da in Kalifornien ja bekanntlich der Wald brennt, beziehungsweise es bis vor kurzem noch getan hat. Ich bin gerade nicht auf dem allerneuesten Stand, ich habe schon länger keine Nachrichten mehr recherchiert. Jedenfalls hat da ein lieber Amerikaner, ich vermute mal, es ist ein lieber, ich gehe immer davon aus, dass der Ami, mit dem ich es gerade zu tun habe, nicht ein Trump-Wähler ist. Oh, Politik, oh, schnell weitermachen. Hat da einen Baum festgehalten, der von innen heraus brennt. Und wenn euch das jetzt noch nicht Motivation genug ist, dieses Video kurz anzugucken, dann weiß ich auch nicht. Und dann können wir weiterreden. Praktisch, dass dieses Video eine Pause vorsieht, ist gerade ungefähr das halbe Dorf in Form einer Nordic Walking-Gruppe vorbeigewalkt. Ja, immer mal an so einer blöden Hütte hockt und nicht mitten im Wald. Dann kommen alle Leute. Egal. So, also, was haben wir jetzt hier für ein Phänomen? Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Selbstverständlich sieht man sowas nie, weil wir haben ja Gott sei Dank keine riesigen, flächenmäßig gewaltigen Waldbrände, wie das halt eben in Kalifornien zum Teil durchaus auch natürlich auftritt. Man muss in solchen Fragen immer so ein bisschen mit dem Begriff natürlich vorsichtig umgehen. Es sind jedenfalls definitiv Wälder, die brennen können und die auch von ihrer Biologie her an Feuer angepasst sind. Jedenfalls, das ist nicht unbedingt jetzt eine besondere Anfassung an Feuer, die wir da sehen, sondern das liegt einfach an der natürlichen Biologie von einem Baum ganz allgemein. Denn was viele Leute nicht wissen und was eine beliebte Prüfungsfrage in der Jägerprüfung wohl auch ist, ich weiß jedenfalls, dass die häufiger gestellt worden ist, um mal kurz den Sachverhalt zu erklären. Wenn Sie ein Vogelhäuschen an einer Fichte anbringen, in einer Höhe von 2,30 Meter, und Sie kommen nach 30 Jahren wieder, auf welcher Höhe befindet sich dann das Vogelhäuschen? So. Und ihr dürft noch ein ganz kleines bisschen drüber nachdenken. Das muss reichen. Wer ein bisschen was von Baumbiologie verstanden hat, weiß, das Holz bleibt immer an derselben Stelle, an der es gewachsen ist. Das wandert nicht durch die Gegend. Das streckt sich nicht. Es kommt lediglich oben, wird neues Holz an das vorherrschende Holz dran gebaut. Wenn wir also ein Stöckchen, einen Zweig haben und der wird länger, dann liegt das daran, dass hier in der Spitze ein Apikalmeristem sich befindet, eine Knospe. Und die wächst weiter in Form eines ganz dünnen Stängels und bildet dann quasi unter sich drunter halt jeweils Holz, an dem sie sich nach oben schiebt. Keinesfalls streckt sich das schon vorhandene Holz und wird länger. Das geht nicht. Mitten im Holz kann kein neues Holz gebildet werden und das Holz dehnt sich aus. Wäre auch schlecht, weil dafür ist Holz dann auch nicht elastisch genug, ne, dass sich das einfach so ausdehnen könnte in riesigem Ausmaß. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja doch, tut es ja, wenn es nass wird, quillt's. Das ist richtig, aber das findet auch in einem überschaubaren Maß statt. Das nennt man Quellen und Schwinden. Wenn es entsprechend trocken wird, zieht es sich ein bisschen zusammen. Klar, bei riesigen Balken, die sehr passgenau in irgendwelchen Gebäuden angebracht sind, führt das halt dazu, dass solche Häuser dann gerne mal ein bisschen quietschen. Das kann man auch vorzugsweise nachts im Wald hören, dass die Bäume ein wenig quietschen. Auch das können Quellen- und Schwindenvorgänge sein, unter anderem in Verbindung mit einer gewissen Mechanik der Bewegung des Baums im Wind. Da reicht ja schon ein ganz kleines bisschen Wind aus, um den ein wenig zu bewegen, wenn er hoch genug ist, Hebelwirkung. Ja, jedenfalls,
diese wesentliche Erkenntnis, dass sich Holz nicht durch die Gegend schiebt, sondern immer außen dran gebaut wird, also in Form von Höhenwachstum, halt immer oben noch ein bisschen was drauf, funktioniert auch eben im dicken Wachstum. Man nennt das das sekundäre dicken Wachstum. Das haben nur Holzpflanzen. Andere Pflanzen, die kein Holz aufbauen, können nicht dicker werden. Die sind dazu verdammt, so dick zu sein, wie die Röhre, die ihr Apikalmeristem, also die oberste Knospe, bilden kann. Und dann kann das noch ein bisschen aufquellen, eben durch Wassereinlagerung. Aber mehr dick können die dann nicht werden. Also heißt, wenn man als oberste Knospe so ein dünnes Dingelchen hat, dann kann da schon so ein Pflanzenstängel bei rauskommen. In einem sehr krassen Fall, der Palme beispielsweise, die wird auch nicht mehr dicker, wird der entsprechende Pflanzenstängel dann nochmal sehr viel dicker. Aber egal wie alt die Palme wird, die wird unten nicht mehr dicker, die wird höchstens noch höher. Dicker werden kann die nicht, weil sie kein sekundäres Dickenwachstum hat. So, und was bedeutet jetzt sekundäres Dickenwachstum? Das bedeutet, wenn ein Baum dicker wird, baut er außen neues Holz dran. Das älteste Holz des Baumes, das kann man ja auch wunderbar erkennen an dieser Jahrringzählerei, befindet sich demzufolge immer in der Mitte des Baumes. Also wenn das Ding 1000 Jahre alt ist, dann hätten wir den Jahrring vom Jahre 1017 genau in der Mitte vom Baum. Und das Holz ist dann dementsprechend eben auch 1000 Jahre alt in dem Fall. Und das ist im Wesentlichen eigentlich der springende Punkt. Das Holz außen am Baum ist immer am jüngsten, am wenigsten alt. Je älter ein Holz ist, also umso mehr in der Mitte, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dann halt mal irgendwann im Lauf der vielen, vielen Jahre, die es da schon so rumsteht, doch vielleicht mal ein Pilz geschafft hat, dahin zu kommen an dieses Holz. Und dass das dann halt eben schon zum Teil etwas verfault, etwas abgebaut ist. Der Baum versucht das zu verhindern, indem er gerade in sein Kernholz alle möglichen antibiotischen, muss man sagen, also gegen das Leben gerichtete Stoffe eben in seinem Kernholz einlagert, um eben zu vermeiden, dass da irgendein Pilz einfach so das Holz abbauen kann, dass irgendein Käfer sich da reinbohren kann bis in die Mitte und da fröhlich Holz fressen, was ihm so gesehen nichts bringt. Das muss man an dieser Stelle immer noch dazu sagen, weil das wichtig ist, wie ich finde. Insekten, die sich von Holz ernähren, ernähren sich nicht von Holz, sondern haben im Magen einen Pilz. Der Pilz ernährt sich von dem Holz. Das Insekt ernährt sich von dem Pilz, der sich von dem Holz ernährt. Das nennt man auch Hypoparasitismus. Also wenn ein Parasit quasi einen Parasit hat, sozusagen. Wobei in diesem Fall ist es ja eher ein Hyposymbiontismus. Aber das führt zu weit. Egal. Jedenfalls, das ist so der Schutzmechanismus für das Holz im Inneren des Baums. Ein Baum hat noch ein zweites Problem mit seinem Kernholz, mal abgesehen davon, dass es halt irgendwann sehr alt ist und damit einfach das Risiko logischerweise steigt, dass da mal irgendwann was reinkriegt, ne? Nämlich, er hat jede Menge Kernholz. Er hat vergleichsweise ziemlich viel, insbesondere wenn er alt und dick ist, Holz in der Mitte, was er eigentlich nur zur Stabilisierung braucht, weil sonst kann er mit diesem Holz nichts anfangen. Man kann dann noch in gewisser Weise ein bisschen Wasser drin speichern, teilweise auch sehr viel Wasser drin speichern, aber dafür braucht man das Holz jetzt nicht großartig mit Energie versorgen. Das ist ein passiver Vorgang, dass da Wasser gespeichert werden kann. Es ist ein zum Teil hohler, sagen wir eher ein poröser bzw. mit Gefäßen durchsetzter Körper, toten Biomaterials, weil das innere Holz eines Baumes, das lebt nicht mehr. Das kann der sich gar nicht leisten, das am Leben zu erhalten. Weil, wenn man eine Pflanze isst, muss man für sämtliche Biomasse, die man am Leben erhält, die einen Stoffwechsel hat, eben entsprechend auch Energie investieren. Weil jede lebende Zelle braucht einen Stoffwechsel und ein Stoffwechsel bedeutet immer Energieverbrauch. Wenn man also eine riesengroße Pflanze isst, ist es eine wunderbare Möglichkeit, Energie zu sparen, indem man sein Innerstes hermetisch abschottet. Also sprich, schöne Rinde drumherum, lebende Holzschicht drumherum, die dann übrigens noch erheblich besser vor diversen Keimen geschützt ist als eben totes Holz. Jede Menge Sachen, damit das Holz nicht abgebaut werden kann, in die Mitte reinhauen und dann einfach dastehen lassen. Erfüllt eben Zwecke als passiver Wasserspeicher, kostet keine Energie, wenn das Wasser sich da rein diffundiert oder wieder raus diffundiert. Und Mechanik. Der Baum, umso dicker er ist, desto eher fällt er halt eben nicht rum im Wind.
Das war's. Mehr Funktionen im Wesentlichen. Hat ein alter Stamm, das Innere davon, nicht mehr. Und jetzt kann es eben vorkommen, weil das sowieso totes Material ist, dass ein Baum noch 100 Jahre, 200 Jahre lebt, obwohl sein Stamm im Inneren schon enorm verfault ist. Da schon jede Menge Pilze reingekrochen ist und das ganze Ding, wenn man ihn umschneiden würde, wäre er, von mir aus hat er 1 Meter Durchmesser und die inneren 60 Zentimeter oder was sind völlig verfault. Nicht unbedingt hohl, sondern mehr verfault. Also es ist da schon noch ein gewisses Maß an Material vorhanden. Ja, aber das war es dann auch. So, und jetzt kommt unser Feuer. Und unser Feuer dringt aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel durch eine ebenfalls im inneren hohlen verfaulte Wurzel, durch eben diese angefaulte Holzschicht, die unter Umständen auch erheblich besser brennt als noch lebendes Holz, weil das ist immer wassergetränkt. Lebendes Holz führt immer Wasser. Das hat Holzfeuchten von 200% oder sonst was. Versucht mal sowas anzuzünden. Selbst im krassen Waldbrand dauert das eine ganze Weile, bis das dann brennt bei den Mengen an Wasser, die da drin enthalten sind. Und das ist hier halt eben auch der Fall. Das Innere von diesem Baum wird schon ausgeholt gewesen sein durch einen entsprechenden Pilz. Das ist eigentlich immer ein Pilz. Da gibt es kaum was anderes, was da schuld sein kann. Und dann wird sich irgendwie das Feuer eben durch eine ebenfalls ausgehöhlte Wurzel wahrscheinlich hineingefressen haben. Vielleicht auch durch irgendwelche anderen Öffnungen, wo schon irgendwie ein Schaden entstanden war. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das müsste man sich dann im Einzelnen angucken. Wobei ich keine Lust habe, allzu lange in einem brennenden Wald zu verweilen, um mir das dann genauer anzugucken. Aber ja, das wäre jetzt eine mögliche Ursache. Es könnte auch von oben durch irgendwie einen Wipfel, dass da irgendwo auch das tote Holz im Inneren quasi ans Freie getreten ist und dass sich von davon das Feuer irgendwie reingefressen hat. Wobei ein Feuer, das sich von oben nach unten brennt, ja, das ist halt dann doch schon eher was sehr Seltenes, aber potenziell könnte das vielleicht eventuell auch so gewesen sein. Da können wir jetzt rumspekulieren, aber die Tatsache eben, dass das innere tote Material damit auch unter Umständen, wenn nicht mehr allzu viel Wasser da ist, dann funktionieren diese Wasserspeicherfunktionen des Stamminneren nämlich dann auch nicht mehr. Auch sehr trockenes Material, dass das halt eben zuerst brennt, das ist eigentlich eben ziemlich logisch. Und ja, man sieht das selbstverständlich, wie gesagt, garantiert nicht oft, aber ja. Wenn man mal jetzt einen Feuerwehrmann aus der Ecke, die da häufiger bei Waldbränden aktiv sind, zur Hand hätte, um den mal zu fragen, ob er sowas schon häufiger gesehen hat, dann würde er das mit Sicherheit bestätigen. Aber leider habe ich keinen zur Hand. Ne? Also, das wäre es zu dem Thema dann auch schon gewesen. Ich hoffe, das war einigermaßen kurz und bündig und ich wünsche einen schönen Abend. Macht's gut und ich mache vielleicht noch ein zweites Video, bevor das Licht weg ist. Und dann sause ich wie ein Wahnsinniger den Berg runter. Aber auf dem Weg. Und nur auf Wegen, die breiter sind als 2 Meter. Und nur wie ein sehr bisschen Wahnsinniger. Alles andere ist mir viel zu gefährlich. So, bis später. Vielleicht. Wenn nicht, bis dann.